Ich verstehe nicht, was der singt. Nur irgendwas mit Underground und irgendwas anderes. Keine Ahnung. So. Ach, hi. Hup. Hallo. Niemals! Ah, sehr geil, okay. Wow! Wer bist du? Ein Ei. Ah, der ist so ein normaler, okay. So, ein Puzzleteil noch und vier von den Robotern. Halt mal wieder schön auf. Zack. Ist auch geil, wie viel Abwechslung die hier reingeballert haben, ne? Ja, Alter, wie lange dauert das denn jetzt? Kannst du mir mal. Achso, das geht ja gar nicht so lange, wie ich dachte. So, danke schön. Perfekt. So muss es sein. Okay, was ist das? Ich dachte, das wäre ein riesiges Ei gewesen. Uah. Aus da Dingen! Ei. Bist du? Disco-Spacken. Disco-Spacken, nicht Disco. Ach, guck mal, der ist sogar... Geil. Kann ich dich zum Tanzen bringen? Nein, leider nicht. Aber ist da irgendwas? Weil du so anfasst. Gerade hat sie so angefasst, oder? Nee, ich täusche mich nur. Ich dachte, da wäre auch wieder irgendwas, was ich vielleicht in der Wand reindrücken könnte. Also was man auch dazu sagen muss, auch wieder hier die ja, Motion-Controller-Funktion, also dass es dann auch so adaptiv vibriert. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Das haben die auch wieder, genauso wie bei Astros Playroom, natürlich komplett genutzt, ne? Da hoch will ich natürlich schon, ne? Ist ja klar. Dankeschön. So. Bin ich frei hier. Keine Sorge. Und Nummer 4 wäre abgehakt. Sehr geil. Also, der kriegt bestimmt den Glatzkopf-Kollegen als zweiten Astrobot, der halt PlayStation-Bezug hat in irgendeiner Form. Das kann natürlich sein. Oh nein, nicht die Vögel. Das ist doch erst in der nächsten Welt soweit. So. Dankeschön. Ist das, was ich denke? Nee, es ist nicht das, was ich denke. Da ist das, was ich gedacht hatte zu sehen, nur gesehen zu haben. Mehr nicht! Hallo? Das ist aber blöd. Ja, leck mich doch. Oh, komm von da aus irgendwo hin. Nee, ich glaube nicht. Riskier es jetzt und tu es nicht. Ich merke die Krankheit jetzt auch so langsam wieder. Nach dem Level mache ich auf jeden Fall auch Schicht. Na gut, vielleicht gehe ich mal kurz zur Abschlussstelle, wenn wir dann die 100 zusammen haben sollten. Oh ja, guck mal, natürlich. Wollen wir dann nochmal Grünzeug hier, ne, bitte? Oder ein Trampolin geht auch. So, Nummer 5. Zack. Ey, 20 kriegen wir auf jeden Fall voll, die 20 Bälle. Vorausgesetzt, ich finde natürlich alles. Stirb. Bring mich hoch. Bist du ein für eine Raupe? Tust du mir weh oder bist du lieb? Hier? Ich hab das Prinzip der kleinen Gegner noch nicht so ganz verstanden. Also die können böse sein oder die können lieb sein. Nein. Weil die sehen auf jeden Fall nicht böse aus mit ihren Herzaugen. Im Stubelkörper. Alter! Okay, ist mal klar. Aha. Ist der richtige hier? Das wäre immer eine Vibration. Nee, du bist der von Sekiro oder von Nioh. Ich weiß nicht, welcher von den beiden. Seelenführerin. Achso. Oder auch nicht. Das ist eine Frau. Hilft all jenen, die sich schwer tun, das Diesseits zu verlassen.
Sagt mir gerade nichts. Kann doch irgendwas von der Souls-Reihe sein, keine Ahnung. Beziehungsweise von Bloodborne. Nee, bei Bloodborne war es, glaube ich, ein Typ, ne? Bei Souls-Reihe waren das immer irgendwelche Frauen. Aber ich kann mir, wie gesagt, da gerne sagen, was das für, worum es da ging. Bei welchem Spiel. Oh, ich bleib doch hier. Oh, so. Scheiße! So kurz nur? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es nur so wenig ist. Muss aber bitte wieder zurück. Dankeschön. Ich brauche die mal. Jetzt kannst du aber mal langsam wieder rauskommen, ne? Okay, boah, machen wir es einfach so. Dann lasse ich sogar die Münzen liegen, ne? So sehr irritiert mich das. Dankeschön. Ich hoch. Auch wenn ich halt mit der Mauer drin bin, ist das nicht schlimm. Ein Herz für mich. Wie nett. Ach, Geld. Aber keine Gegner am Start hier, ne? Aber uns fehlt noch einer, ne? Genau. Und ein Puzzleteil für uns auch noch. Scheiße. Hm. Der ist natürlich jetzt blöd, ne? Ah, jetzt darf ich mir hier Honiggedöns irgendwie Waben bauen oder sowas. Die Münze her. Okay, damit habe ich es am wenigsten gerechnet, dass ich auf Honig springen kann. Nein, bleib doch hier. Aber wenn, dann hätte ich eher gedacht, okay, es klebt halt wie Sau, ne? Man kann es wahrscheinlich schmelzen mit. Damit nicht. Warum nicht? Hä? Hey. So, München drin. Nein! Hm. Ups. Ja, genau. Genau so ist richtig, Dennis. Habe ich jetzt alles aufgesogen? Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade eine hundertprozentige Füllung hatte. Aber an sich brauche ich hier, glaube ich, nicht mehr, ne? Da hängt kein Astrobot irgendwo dran. Okay, die Münzen, die da jetzt noch sind, die könnten nun mal interessant sein. Ja, den habe ich schon mal. Das weiß ich nicht überlebenswichtig, aber ich will die schon irgendwie haben. Keine Ahnung, weil vielleicht wird dadurch dann irgendwas gespawnt, wenn ich die drei Münzen gesammelt habe von den Bienen. Weil vielleicht zumindest sehe ich auch ich nur das so. Ich finde das gar nicht so einfach, die drei Münzen zu sammeln. Da gehe ich nicht. Zum Weg. Könnte ich auch einfach von hier machen, das ist vielleicht nicht ganz so schwer. Wo ist er? Nein! Oh, das ist so knapp gewesen. Ich hab's gesehen, ne? Shit, you. Ich verstehe trotzdem nicht, warum ich auf Honig irgendwie... Ja, meine Fresse. Es hat nichts gebracht. Geil. Warum ich auch von Honig abpralle. Wie gesagt, ich kann mir kaum was klebrigeres vorstellen als Honig. Ah, ich bin so dumm. Natürlich, man kann die aufsammeln. Ich bin so ein Horst, ne? Das ist unglaublich. Egal. Dann war sonst kein Honig mehr, okay. Aber eine Sache, die triggert mich jetzt gerade doch ein bisschen. Ja, okay. Ich habe gedacht, man könnte da irgendwie, weil das eine Feld halt nicht mit Honig irgendwie bestückt ist, und deswegen da irgendwas hätte machen können, aber nein. Hier. Meine Kiste. Okay. Sieht jetzt nicht uninteressant aus. Scheiße. Das Maul, so. Dich knall ich einfach. Die knall ich einfach ins Gesicht. Ach, guck mal. Okay, wie geil. Das wäre schon mal erledigt. Sehr geil. Okay, das ist auch nur ein Schatz für mich. Schade. Ich habe, glaube ich, gerade jemanden gehört, ne? Ich glaube, ich habe gerade jemanden gehört, der Hilfe braucht. Aber wo? Hm.
Ich will den letzten natürlich auch noch finden, klar. Eine Nase. Alter, you grad so hart, ne? Nicht rumgeht. Lalalala. Eins, zwei. Ja, super. Geh einfach bitte wieder weg. Drei, okay. Hier kann ich irgendwo, wo einer hängt? Nein, noch nicht. Alter! Okay, ich lebe noch. Ich hab's irgendwie überlebt. Warum sind in dieser Welt schon die Vögel? Das macht keinen Sinn. Zwei Diskus-Spacken. Ich soll mit Honig gefüllt, nicht mit Schleim. Ui, ei, ei. Das war knapp. Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang, oder? Ich weiß halt jetzt gerade leider nicht, was der bessere Weg ist. Nein! Ich hab verkackt. Nein! Ich bin noch gar nicht so weit. Ich möchte gleich wieder gerne bitte runter. Okay, jetzt ist der Baum direkt tot gewesen. Ich habe auch keinen Speicherpunkt jetzt, ne? Kein Speicherpunkt. Doch, ich habe einen Speicherpunkt da oben. Ach, wie doof. Wie doof. Sowas mag ich gar nicht, ne? Na, geile Mucke, muss ich sagen. Ha! Es ist schon wieder. Es ist so brutal, ne? Ohne Scheiß. Ich sauge die quasi einfach raus. Okay, ich habe gedacht, der Vogel explodiert dabei auch noch. Das wäre es natürlich gewesen, ey. Oder komme ich wieder zurück? Lässt mich wieder zurückspielen? Lässt mich nicht wieder zurück. Sowas finde ich immer doof. Wirklich. Wo soll ich denn wissen, wo es weitergeht? Natürlich hätte ich den riesen Reißverschluss genommen. So klar. Ja gut, da fehlt uns halt einer. Scheiße. Ah, mich ärgert das trotzdem. So unnötig leider. Oh. Aber man merkt auf jeden Fall, dass es immer mehr Spiele kommt, die ich einfach nicht kenne, ne? Also die Charaktere, die wir zumindest retten. Ey, aber dieser Neumuschel Schnickschnack wahrscheinlich. Hust, hust. Aber okay, es gibt ja viele neue Spiele, die auch sehr, sehr geil sind. Ja, Bonuslevel, sehr gut. Okay. Gut, ich würde aber sagen, ja, komm, ich höre hier jetzt auf. Dann gehen wir das nächste Mal die Kurse, dann können wir noch mehr Kohle ausgeben, weil wir haben die 100 noch nicht voll. Hätte ich jetzt die 100 voll gehabt, wäre ich gerne zurück in das zur Abschlussstelle gegangen und könnte dann hier dieses letzte Gedöns noch machen, wofür wir halt eine bestimmte Anzahl an Kameraden brauchen. Aber das werden wir wahrscheinlich erst mit der nächsten Aufnahme auf jeden Fall hinbekommen, weil hier fehlt uns einer, was richtig nervig ist. Du musst auf jeden Fall merken, den Reißverschluss nehmen und nicht den anderen Weg gehen. Und ja gut, immer mit dem Bonuslevel kriegen wir auch nochmal einen weiteren in der Retro-Randale 2. Und ja, die 100 kriegen wir auf jeden Fall aber erst dann voll, wenn wir hier fertig sind, in der Wurmpassage. Gut, das war's auf jeden Fall dann aber für heute mit Astrobot. Wir sind relativ weit gekommen, finde ich, ne? Also den ganzen Kletterradatsch haben wir geschafft, plus zwei Welten in der verlorenen Galaxie. Und es waren auch vier Bonuslevel, allein schon durch das Dreiecksymbol. Das heißt also, produktiv war es, denke ich mal, schon, auf jeden Fall. Trotz Krankheit, und ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt aufgenommen haben, 1,5 Stunden oder so, 1,25 Stunden. Kann man auf jeden Fall machen. Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall, weil meine Stimme, die geht langsam weg und ich muss gleich husten. Danke fürs Einschalten auf jeden Fall. Ich finde das Spiel immer noch richtig, richtig geil, abwechslungsreich, ideenreich auf jeden Fall auch. Und das Gameplay macht einfach Spaß. Und ja, ich hoffe, es geht euch ähnlich mit dem Zuschauen und mit dem Spiel. Und dass ihr trotzdem mit meinem Gebrabbel irgendwie klarkommt, auch wenn ich jetzt gerade erkältet bin. Gut, dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wo ich dann wahrscheinlich mich dann erstmal wirklich dem fehlenden Astrobot aus diesem Level widmen werde. Dann das Bonuslevel machen werde und dann zu guter Letzt, ja, das bis zum Boss zumindest letzte Level von dieser Welt, so wie es zumindest aussieht. Ah, eine Sache wollte ich doch nochmal kurz nachgucken. Okay, wir haben ja alles. Da können wir doch ruhig auch mal eine Goldflagge geben, wenn ich die komplette Galaxie irgendwie geschafft habe. Aber okay, man kann ja alles haben. Gut, also dann, ne? Haut rein. Euch dann noch einen schönen Tag, schönen Abend, schön was auch immer. Und ja, bis zum nächsten Mal dann, ne? Tschüss.